Nun sind die Osterferien schon fast wieder vorbei. Auch die Redaktion von Kompakt TV hat in den letzten Tagen ein wenig Erholung gesucht. Deshalb präsentieren wir Ihnen heute eine verkürzte Ausgabe von Die Woche Kompakt, die wir vor den Feiertagen aufgezeichnet haben. Das sind unsere Themen. Schlechter Verlierer? Bernd Lucke rechnet mit der AfD ab. Ich möchte mit dieser Analyse und mit diesen Lösungsvorschlägen der AfD bei der Europawahl einen empfindlichen Verlust an Wählerstimmen bescheren. Niederlage für Kahane. Umstrittene Kita-Broschüre darf doch kritisiert werden. Herr Kollege ist glücklich. Er sagte, die Stiftung wollte ihn mundtot machen. Pegida im Stadtrat? Was die Freien Wähler in Dresden wollen. Und zwar, sagen wir mal, links von der AfD und rechts von der CDU. 2015 unterlag Bernd Lucke der damaligen sächsischen Landesvorsitzende Frauke Petry im Machtkampf der AfD. Mit großen Getösen verließ er und sein Anhang anschließend die Partei. Jetzt will Lucke noch einmal sein Glück in der Politik versuchen. Ist es ein neuer Aufbruch oder sein letzter Schwanengesang? Einst war Bernd Lucke Vorsitzender der AfD. Seit 2015 tingelt er mit den liberal-konservativen Reformern durch die Lande. Angetrieben wird er, so scheint es, von der Wut auf seine frühere Partei, der er sich haushoch überlegen fühlt. Ich möchte Lösungen aufzeigen. Ich möchte mit dieser Analyse und mit diesen Lösungsvorschlägen der AfD bei der Europawahl einen empfindlichen Verlust an Wählerstimmen bescheren? Zumindest bislang hat das nicht geklappt. Bei Landtagswahlen blieb die LKR zumeist im Nullkomma-Bereich. Seine Mitstreiter, wie der frühere Arbeitgeberpräsident Hans-Olaf Henkel, kamen Lucke im Streit um die Kandidatenliste zur EU-Wahl abhanden. An zur Schau gestellten Selbstbewusstsein mangelt es dem Hochschullehrer trotzdem weiterhin nicht. Eigene Fehler sieht er auch heute kaum. Den Hauptfehler, den ich gemacht habe, das habe ich schon mehrfach in Interviews gesagt, war eigentlich der, dass ich auf Frauke Petry vertraut habe, dass ich Frauke Petry vertraut habe, dass ich darauf vertraut habe, dass sie dieselben Werte und im Wesentlichen dieselben politischen Vorstellungen verfolgt wie ich. Nun gut, den Fehler, Frauke Petry zu vertrauen, haben auch andere gemacht. Die AfD nach Lucke besteht für Lucke übrigens nur aus Marionetten. Egal wer, egal welche Fraktion. Letztlich hingen seine Widersacher schon 2015 alle an der Strippe des einen großen Verschwörers. Zu denen eben auch Leute gehören, die weniger prominent sind als Höcke und Poggenburg, wenn Sie an Josef Dörre im Saarland beispielsweise denken, oder Paul Hampel in Niedersachsen, also der Münch in Hessen, Prezell in Nordrhein-Westfalen. Überall kamen diese Leute hoch. Jeder ist da auch ein bisschen anders einzuordnen. Aber ich spürte eben sehr stark in jedem Landesverband, spätestens seit Beginn des Jahres 2015, den Einfluss von Götz Kubitschek. Na, was für ein Glück, dass es ja nun die LKR gibt. In den Wahlumfragen wird die Partei zwar gar nicht erst einzeln aufgeführt, aber Bernd Lucke ist dennoch frohgemut. Also ich hätte gerne 3 bis 5 Mandate. Und da ist so die Faustregel eigentlich die, dass 1 Prozentpunkt bei den Wahlen ein Mandat im Europaparlament ergibt. Das heißt, ich hätte gern ein Resultat von 3 bis 5%, ja. Na dann, viel Spaß beim Wahlkampf, Bernd Lucke. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Es wurde doch alles versucht, um mit diplomatischen Mitteln ein Einvernehmen hinzubekommen. Und das ist der Punkt, wo Bündnis 90 Die Grünen nicht mehr Protestpartei sind. Mit der Broschüre Ene Mene Mu sorgt die umstrittene Amadeo-Antonio-Stiftung im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Darin beschrieb die Organisation, wie sie ihrer Auffassung nach rechtsradikalen Kleinkindern zu erkennen sind. Kritiker betrachten die Handreichung als Aufforderung zur Bespitzelung von Eltern. Bei Kritik reagiert die Stiftung jedoch offenbar recht unhäutig und zog gegen den Jungstaatsrat des Berlins Bezirks Neukölln Falko Linke vor Gericht. Martin Müller-Mertens steht jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin. Martin, was ist bei dem Verfahren rausgekommen?
Ja, Elisa, das, was hier passiert ist, das kann man wohl mit Fug und Recht als einen Sieg für die Meinungsfreiheit in Deutschland bezeichnen. 250.000 Euro Strafgeld, so viel wollte die umstrittene Amadeo-Antonio-Stiftung dem Neuköllner Jugendstadtrat Falko Lieke aufproben, wenn der weiterhin von der Benutzung der umstrittenen Kita-Broschüre Ene Mene Mu durch die Kindergärten in seinem Bezirk in Neukölln, 200 sind es etwa, abrät. Das hatte er gemacht, nachdem diese Broschüre, gefördert vom Bundesfamilienministerium im vergangenen Jahr, veröffentlicht wurde. Und darin geht es, mal etwas salopp formuliert, um Nazi-Kleinkinder, die man daran erkennt, dass sie Zöpfe tragen. Und dass man bei den Eltern mal ein bisschen genauer hinsehen sollte. Falko Lieke hatte damals in einer Presseerklärung veröffentlicht, dass es wohl nicht die Aufgabe von Erziehern sein kann, die politische Gesinnung der Eltern auszuspionieren. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hatte daraufhin auf Unterlassung geklagt und das Gericht sah nicht nur den Unterlassungsanspruch nicht gegeben, sondern erklärte, dass die Formulierung, man solle bei Elternhäusern genau hinschauen, durchaus als Aufruf zur Bespitzelung gewertet werden kann. Die Stiftung fühlt sich natürlich zu Unrecht in diesem Verfahren behandelt. Geschäftsführer Timo Reinfrank jammerte etwas über aus dem Zusammenhang gerissene Zitate. Falko Lieke ist glücklich. Er sagte, die Stiftung wollte ihn mundtot machen. Übrigens, von den 200 Kitas im Bezirk Neukölln hat sich bislang noch keine einzige für diese Broschüre interessiert. Das Verhältnis zwischen Pegida und der AfD gilt seit geraumer Zeit als angespannt. Jedoch sorgt die Kandidatur des Pegida-Mitgründers René Jahn für einige Verwunderungen. Unter dem Motto, wer nur rechts und links kennt, macht keinen Schritt nach vorne, will er gemeinsam mit einer prominenten Dresdnerin in den Stadtrat einziehen. Für die einen ist Dresden Leuchtturm des Widerstands, für die anderen der braune Schmuddelfleck. Ein Riss, der auch durch Sachsens Landeshauptstadt geht, weiß der Pegida-Mitbegründer René Jahn. Selbst wenn es jetzt so ist, dass bei Pegida vielleicht noch 3000 Leute auf der Straße stehen jeden Montag, trotzdem über 4,5 Jahre, ist es doch so, dass die Leute oder die Menschen, die Bürger, die früher bei Pegida auf der Straße gestanden sind, auf gar keinen Fall jetzt zufrieden zu Hause sitzen. Im Mai kandidiert Jahn für den Dresdner Stadtrat bei den Freien Wählern. Gemeinsam mit der Buchhändlerin Susanne Dagen, die vor 2 Jahren durch die Charta 2017 zur Verteidigung der Meinungsfreiheit auch überregional bekannt wurde. Wir sind angetreten, wir haben gesagt, wir möchten das bürgerliche Spektrum stärken. Und zwar, sagen wir mal, links von der AfD und rechts von der CDU. Ja. Wir wollen all jene natürlich als Wähler gewinnen, die, wie René Jahn schon sagte, CDU nicht mehr wählen wollen und die AfD nicht wählen können, aus welchen Gründen auch immer. Mit der AfD habe sie keine Probleme, wolle aber parteilos Politik machen, so Dagen. Inhaltlich setzen Dagen und Jahn geradezu betont auf kommunalpolitische Themen, wie die Sicherheit am Hauptbahnhof und die Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt Europas. Vom bislang regierenden rot-rot-grünen Establishment werden sie dennoch längst mit der Nazi-Keule traktiert. Letzten Endes ist es so, dass wir, Susanne und ich und auch die Freien Wähler an sich, mit jedem reden wollen, ja, mit jedem reden wollen. Die Problematik ist bloß, dass eben mit uns nicht alle reden wollen. Ja. Das ist ein wichtiges Argument auch seit vielen Jahren in der Stadtgesellschaft, dass eben gesagt wird, es geht um Dialoge und so weiter und so fort, aber letzten Endes werden Leute ausgegrenzt. Ob die Freien Wähler im Herbst auch zur Landtagswahl antreten, wollen Dagen und Jahn derzeit nicht beantworten. Viele Beobachter halten den Urnengang in Dresden für einen Testlauf, um die Chancen im Herbst zu erkunden. Doch auch in der zerrissenen Landeshauptstadt warten viele Aufgaben. Wir wollen eine Brücke sein, sagen wir mal so. Die Wunde zu heilen, das wird uns nicht gelingen. Aber wenn wir die Wunde als solche sichtbar machen und Angebote machen können, wie man wieder aufeinander zugehen könnte. Wir sollten das Gemeinsame betonen und nicht immer das Trennende. Ein Anfang wäre das allemal. Ein ausführliches Interview mit Susanne Dangen und René Jahn finden Sie in der Mai-Ausgabe des Kompakt Magazins. Die Ausgabe können Sie unter kompaktshop.de bestellen. Das war's für heute von Die Woche Kompakt. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Häkchen unter die Benachrichtigung zu setzen. Am kommenden Sonntag, wir sind wieder für Sie da.